So, jetzt kommen wir zu den Teilen, die die Spanten in Form halten, zu den Ringen, in die die Spanten nachher reingesteckt werden. Dazu müssen wir Ringe bauen aus, oder Kreise aus den OSB-Platten, die genau gleichmäßig in 6 Segmente angezeichnet werden, um dann die Spanten einbauen zu können. Wie man jetzt so einen Kreis in 6 gleichmäßige Segmente zeichnet, das zeige ich euch mal. Weil nicht jeder hatte das Glück, lang genug in der Schule bleiben zu dürfen, bis Geometrie dran kam. Und das ist eine ganz einfache Geschichte und man kann das immer wieder mal brauchen, wie man einen Kreis in 6 gleichmäßige Elemente teilen kann. Als erstes markieren wir uns einfach mal hier einen Mittelpunkt. Und jetzt zoome ich mal ran, dass man das ein bisschen besser sieht. Als nächstes nehmen wir unseren Zirkel. Wichtig ist, den Zirkel, nachdem wir den Kreis aufgezeichnet haben, nicht mehr verstellen. Wir brauchen genau diesen Radius weiterhin. Also wir nehmen unseren Zirkel. Diesen Kreis teilen wir jetzt mit einem Lineal an einer beliebigen Stelle in 2 Hälften. Wichtig ist nur, die Teilung muss genau durch den Mittelpunkt gehen, dass wir 2 saubere Hälften haben. Es gibt jetzt 2 Stellen, an denen diese Linie den Kreisbogen trifft. Einmal hier und einmal hier außen. Das ist genau die Stelle, wo wir unseren Zirkel, den wir jetzt noch nicht geändert haben, vom Radius her einstechen. Und einmal an der oberen Hälfte und einmal an der unteren Hälfte eine Markierung machen. Und das gleiche machen wir hier oben auf der anderen Seite. Einmal hier und einmal da. Genau an den Stellen, wo jetzt die beiden Kreisbögen sich treffen, sind unsere Stellen, wo wir eine genaue Sechsstellung des Kreises haben. Man kann es ganz einfach sehen, die Entfernung ist genauso groß wie die Entfernung, ist genauso groß wie die Entfernung, ist genauso groß wie die Entfernung. Also ganz, ganz einfach. Einmal halbieren und mit dem gleichen Radius jeweils oben und unten anzeichnen und wir haben 6 exakt gleichmäßige Teilungen.